Champions League Klappe die zweite. Wir nähern uns der Entscheidung, wer wird dieses Jahr die Champions League gewinnen. In diesem Video schauen wir uns die beiden Rückspiele der Halbfinalisten an. Villarreal empfängt Liverpool und Real Madrid hat es mit Manchester City zu tun. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und das Ganze beginnt mit Villarreal gegen Liverpool. Liverpool hat ja das geschafft, was so viele andere Favoriten nicht geschafft haben. Sie haben Villarreal besiegt. Unter anderem die Bayern sind ja an dem Abwehrbollwerk des FC Villarreal gescheitert. Vielleicht noch eine andere Sache vorweg. Radek heute unterwegs, deshalb müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Und ganz ohne Brille kann ich nicht, aber ich habe dann so ein doofes Flimmern hier, dass ich nicht wegbekomme. Egal. Also, was gibt's Neues zum FC Liverpool? In der Liga haben sie natürlich gegen Manchester City das Fernduell um die Meisterschaft. Und hier können sie mit dem Finaleinzug gegen den FC Villarreal die zweistellige Anzahl von Finalteilnahmen erreichen. Bedeutet, in der bisherigen Historie der Champions League haben das erst 3 Teams geschafft. Real Madrid war bereits 16 Mal im Finale, 11 Mal der FC Bayern München und AC Mailand, wer sich an die glorreichen Zeiten von denen noch erinnern kann. Auf der anderen Seite auch eine spannende Statistik von Villarreal. Wenn die es schaffen würden, den Rückstand zu egalisieren und ins Finale zu kommen, wären sie erst die zweite Mannschaft, die sowas in einem Halbfinale schaffen würde. Die andere war tatsächlich Liverpool. Man erinnert sich immer noch an das Spiel gegen Barcelona. Die Quoten 4,9, die Quote auf einen Sieg von Villarreal, 1,75 auf Liverpool. Ja, also die erste Halbzeit von dem Spiel im Hinspiel, da hat man gesehen, warum Villarreal überhaupt so weit gekommen ist. Das war schon sehr starke Defensivleistung. Sie hatten auch die ein oder andere Chance, ein Tor zu schießen. Am Ende war es aber ein unglaublich verdienter Sieg vom FC Liverpool. Und auch hier im Rückspiel erwarte ich ehrlich gesagt keine große Überraschung. Wir sehen Asian Handicap 0, wenn man das Unentschieden abdecken möchte auf Liverpool, gibt nur eine 1,3, also das ist überhaupt nicht interessant. Beide Teams treffen 1,72, das finde ich schon verrückt, weil Liverpool ja auch eine wirklich starke Defensive hat, also ich sehe hier schon so ein 0-1, 0-2 möglich. Wer sagt, Villarreal hat eine Chance, dieses Spiel vielleicht zumindest nicht zu verlieren, der könnte mit einer 1x immerhin eine doppelte Quote rausholen. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf das genaue Ergebnis gehe, da sind wir hier, wäre mein Tipp tatsächlich ein langweiliges 0-2, wie im Hinspiel, einfach weil ich glaube, es wird lange 0-0 stehen, dann schießt Liverpool irgendwo das erlösende Tor und dann geht es auch mit einem zweiten, so in der 80., 90. Minute ins Finale. Und da könnte dann entweder Real Madrid oder Manchester City warten. Manchester City wäre dann die zweite Finalteilnahme in Folge. Mein Herz in diesem Spiel schlägt ganz klar für Real Madrid. Da ist so ein bisschen Nostalgie dabei und irgendwie konnte ich mich bisher in der gesamten Zeit, in der Manchester City erfolgreich ist, noch nicht mit den Jungs anfreunden. Aber statistisch gesehen spricht schon sehr viel für City. Sie haben die letzten 3 Spiele gegen Real Madrid gewonnen und sie sind 9 von 10 Fällen weitergekommen, wenn sie das Hinspiel in der Champions League K.O.-Phase gewonnen haben. Das Hinspiel war ja Wahnsinn. 4-3 haben sie da gewonnen. Aber ja, wenn es die Auswärtstorregel geben würde, ich glaube, dann wäre auf Weiterkommen Real mit einer deutlich schlechteren Quote dagestanden. Aber in diesem Jahr gibt es ja nicht mehr die Auswärtstorregelung. Schauen wir mal, die Buchmacher erwarten offensichtlich wieder viele Tore, über 3. Das, das mit der Brille nervt echt, sorry. Das wäre, so sieht es wahrscheinlich noch dümmer aus. Das wäre für mich eher eine Wette, wo ich sage, ich erwarte jetzt ein deutlich defensiveres geführtes Spiel, denn beide Mannschaften können ja defensive und ich wüsste jetzt nicht, warum Man City jetzt auch von der Ausrichtung hyperoffensiv sein sollte. Schauen wir mal gleich, also ich denke wirklich ein unter 3 hat hier definitiv Value mit einer Verdopplungsquote. Das Asian Handicap, das bevorzugt natürlich bei den Quoten Real Madrid plus 0,25, das heißt bei einem Unentschieden würde man die Hälfte des Einsatzes gewinnen und bei einem Sieg von Real hat man den Verdoppler drin und auf der anderen Seite, wer sagt, Man City gewinnt das, der würde bei einem Unentschieden zumindest nur die Hälfte
verlieren. Finde ich jetzt persönlich nicht spannend. Meine Herausforderung bei dem Spiel ist, ich wünsche mir einfach so, dass Real das gewinnt oder zumindest nicht verliert. Deshalb sehe ich hier nicht nur von den Quoten, sondern auch von der Sympathie deutliche Tendenzen zu 1x. Beide Treffen, 1,55, finde ich hier sehr spannend, weil es gibt für mich kein Szenario in diesem Spiel, wo ich sage, das geht 1-0 aus, dafür oder 0-1, dafür sind beide in der Offensive zu stark. Und Real muss ja letztendlich spätestens in der zweiten Halbzeit auf die Tube drücken. Und Man City ist natürlich auch immer wieder für ein Tor gefährlich. Doppelte Chance, 1x, hätten wir hier eine 1,82 auf Real. Das ist auch tatsächlich meine Lieblingswette. Einfach, wie gesagt, Sympathie spielt auch mit. Würde ich ein Ergebnis tippen, würde ich jetzt sagen, ein 1-1 oder ein 2-1 auf Real. Realistischerweise glaube ich aber dann, dass sich irgendwie Man City dann doch im Finale mit Liverpool messen wird. Schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Was denkt ihr? Glaubt ihr auch, dass es das wahrscheinliche Finale zwischen Man City und Liverpool wird? Oder werden wir andere Teams im Finale sehen? Villarreal kann man ja, glaube ich, eigentlich ausschließen, aber das kann man schon eigentlich in jeder Runde. In diesem Sinne, da sind wir schon am Ende. Bitte schreibt mir mal eure Tipps. Was sind eure Lieblingswetten? Wen seht ihr im Finale? Seid ihr für Team Liverpool? Seid ihr für Team Man City, Real Madrid oder wie gesagt für The Yellow Submarine? Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Oddspedia, the Sports Betting Community.